So, moin moin Leute und willkommen zum Bonusvideo zum heute, zum 12 Uhr Video. Und diesmal ist es die Perona Evolution und wie gesagt auch hier, da es gerade passt zum Thema, zur neuen Insel, da es gerade so alles passt, was rausgekommen ist, werde ich das jetzt so als extra Video machen. Und ja, es ist halt wichtig, dass man auch weiß, was man für Evolutionsmaterial braucht für Perona, falls man es noch nicht weiß, falls man noch nicht die extra Insel gemacht hat, falls man es noch nicht geschafft hat, die zu bekommen zum Beispiel. Deshalb werde ich jetzt starten. Perona habe ich jetzt auf Max Level, hat auf Max Level 944 HP, 422 Attacke und 222 Recovery. Okay, und jetzt gehen wir auf Evolve. Und zwar brauchen wir fürs Evolven zwei, ja, Stufe 3 Seepferdchen, nenne ich mal. Stufe 1 ist das kleinste, Stufe 2 ist das davor und wie gesagt, das vierte ist dann das Elder Pinguin. Dann haben wir ein Elite, das Elder Seepferdchen, nicht der Elder Pinguin. Als zweites haben wir ein Elite Pinguin, dann eine grüne kleine Krabbe, eine grüne große Krabbe und einen grünen Drachen. Das alles brauchen wir für die Evolution von Perona und das passt ja jetzt sehr gut. Deshalb werden wir... LOL. Mega verbuggt anscheinend. Und hier. Ja. Da, so sieht sie aus, die Form von Perona. Die Evolutionsform sieht sehr, sehr cool aus, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und jetzt nehmen wir sie mal und machen mal einen kleinen Power-Up. Das Gute ist, was ich jetzt bis jetzt gemerkt habe, durch das ganze Farmen von Perona und so, ist, man bekommt sehr, sehr viele grüne Schweinchen und das ist halt immer sehr, sehr nice. Die kannst du gleich wieder auf Perona reinfeeden. Und ja, ich habe dann auch schon wieder, also ich habe zwei Peronas bis jetzt gedroppt. Das war der erste Tag jetzt. Ich hoffe natürlich, ich bekomme ein paar mehr in den nächsten Tagen. Ja, das war ein bisschen komisch. Ein bisschen, ja, zu niedrige Drop-Chance für mich. Aber wie gesagt, das kann sich ja jeden Tag ändern. So, und deshalb werde ich jetzt auch nochmal das Buch hier reinschleusen. Und meine Güte, da habe ich jetzt nochmal zwei rote Pinguine zu viel, den kann ich dir auch reingeben. 57.000 EXP. Mal gucken, was wir damit hinbekommen. No, Success, kein Super Success, ist naja, ein bisschen doof, aber naja. So. Skip Level 26, Stats sind 1068 HP, 482 ATK und 257 Recovery, Special Level 1. Wie gesagt, habe ich noch nichts reingeschmolzen. Ich warte jetzt auf das Special Level, also das Special Up mal 2 Event. Aber das war die Ghost Princess Evolution und das Ghost, und ja, halt wie sie jetzt ist. Diese Videos mache ich eigentlich nur, damit ich euch so am besten up-to-date halten kann, zu was alles passiert, weil hätte ich jetzt, ja, sagen wir so, hätte ich jetzt warten müssen, bis zum nächsten Global-Part, das wäre ja, weil es im heutigen Part nicht gewesen ist, wäre es ja noch 2 Tage hinterher und das wäre mir einfach zu lange gewesen. Deshalb mache ich immer diese kleinen Extra-Videos und ich sag ja immer, über Extra-Videos kann man sich nicht wirklich beschweren, ne? Okay, also wie gesagt, sehr, sehr wichtig, wir können uns hier nochmal ihren Special, also ihren Cooldown jetzt angucken für die Fähigkeit, wie der jetzt ist. Das ist 23 Züge und wie gesagt, das wird halt weniger, je höher das Special Level ist und deshalb spart man sich die auf. Und ihr habt ja jetzt auch das höhere Kistenlevel, wie gesagt, ich bin sowieso erst bei 180, weil ich bis jetzt noch nie in eine Bredouille gekommen bin, irgendwie das hoch machen zu müssen. Bis jetzt konnte ich eigentlich erstmal machen und ich habe natürlich immer diese Evolver ja zur Hand, immer 2 Stück eigentlich. Wie gesagt, wenn denn mal welche fehlen, dann werde ich die selber fahren. So, wie gesagt, ich spare mir glaube ich sogar die Gummum Twinjet Bücher auf, aber halt wirklich nur um die auch hier reinzupacken. Nicht, die spare ich jetzt nicht auf bis zum Special Level, sondern gebe ich halt nur, aber der muss raus, gebe ich halt wirklich nur ihm. Ganz einfach, um vielleicht mit Glück ein Special Level abzubekommen, ja, weil so wichtig ist es hier nun auch nicht. Aber Special Level Up. Naja, Glück muss man haben. Hoffentlich habe ich auch so viel Glück bei Perona beim mal 2 Special. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, Leute, und ciao. Falls es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Das wollte ich nur noch mal dazu sagen. Bis dann und ciao.